Ja, ich habe ein Buch dabei, das kann man kaufen, wenn man möchte. Es ist sehr gut. Ich habe es selber auch gekauft. 500 Mal. Und der Text ist nicht drin. Sorry. Aber wenn ihr wollt, schicke ich euch den Text, dann könnt ihr euch den ausdrucken, das Buch kaufen und den Text reinlegen. Dann ist der auch drin. Also es ist so, ich habe Bachelor gemacht und dann habe ich Master gemacht und da hatte ich jetzt diese ganzen Master-Begrüßungsinfo-Kacke und so und habe dann gemerkt, okay, krass, dass das eigentlich alles immer noch so ist wie beim Bachelor und darum geht es in diesem Text. Mit dem Titel Vorstellungsrunde. Wäre es vielleicht für alle Anwesenden okay, wenn wir vielleicht noch so eine kleine Vorstellungsrunde machen, einfach damit wir uns alle noch so ein bisschen besser kennenlernen? Sagt Laura neben mir. Laura war das Mädchen, das bei Facebook eine gemeinsame Bahnmitfahrgelegenheit organisiert hatte. Von Bonn West bis Bonn Hauptbahnhof. Zur Infoveranstaltung eines Masterstudiengangs. Laura ist 24, Single, war letztens auf dem Holy Farb Festival und hat einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie ihre zahlreichen Abonnenten mit Tipps zum Thema Mode, Life und Style auf dem Laufenden hält. Und mit zahlreichen Abonnenten meine ich 3. Ich habe mir auch mal überlegt, einen eigenen YouTube-Kanal zum Thema Mode, Life und Style zuzulegen. Das Ganze scheiterte aber an 3 Dingen. Mode, Life und Style. Ich habe das Gefühl, Laura jetzt schon besser zu kennen, als ich es jemals in meinem gesamten Leben vorhatte. Gut, das liegt hauptsächlich am Stalken ihres Facebook-, Instagram- und Twitter-Accounts. Aber jemand, der ernsthaft fragt, ob man in der Infoveranstaltung erstmal eine Vorstellungsrunde macht, fragt sicherlich im Supermarkt auch nach, wann denn endlich mal eine zweite Kasse aufgemacht wird und filmt sich wahrscheinlich auch beim Robbenbaby-Würgen. Es beginnt eine peinliche Vorstellungsrunde, in der jeder sagt, wie er heißt, in welcher Stadt er vorher studiert hat und wo er im Moment wohnt. Mein Sitznachbar ist ein Rebell. Er nennt zuerst die Stadt, in der er vorher studiert hat und dann seinen Namen. Heiteres Gelächter brennt auf, 50 weibliche Augenpaare werfen einen schmachtenden Blick auf Tim. Tim ist wohl der Witzige hier. Ich hasse ihn. Ich habe das Gefühl, die Uni ist ein großer Irrtum. Als ich von der Schule runterkam und endlich dem Gelaber des Deutschleistungskurses entflohen war, also meiner Meinung nach ist Wojciech ja irgendwie in seiner Rolle irgendwie auch voll glücklich und prangert dann irgendwie doch die fortschreitende irgendwie Industrialisierung an, keine Ahnung, voll verrückt, dachte ich, als ob sowas in deinem Bachelor-Germanistik-Studium wieder passieren würde. Und was war? Damals, erstes Seminar, Frühromantik, zack, irgendwelche überengagierte Germanistik-Studenten, die unter Hobbys in Freundschaftsbücher lesen und Poetry Slam schreiben, debattieren wild über Fichtes Psyche. Ich hatte mich auch gemeldet und dann gesagt, dass Hitler ja aber auch Autobahn gebaut hatte. Ich wollte mich einfach mal konstruktiv an der Debatte beteiligen. Nach einem Semester exmatrikulierte ich mich, weil Germanistik, nee. Und jetzt bin ich also in der Infoveranstaltung von meinem Master, 50 Menschen um mich herum und ich bin in der Vorstellungsrunde dran. Weil Tim schon der Witzige ist, sage ich alles in der richtigen Reihenfolge. Er hat meinen Witz geklaut, ich hasse ihn. Ein Raunen geht durch die Menge, als allen Anwesenden klar wird, dass ich ein Studium schon mal abgebrochen habe und ein leises wabert durch den Hörsaal. 50 weibliche Augenpaare werfen sich auf mich. Und mir wird klar, ich bin der Bad Boy hier. Nach der Vorstellungsrunde will Laura mit allen noch was trinken gehen. Sie stellt sich vor den Ausgang und spricht jeden an, ob er nicht heute was mit trinken gehen will. Man merkt, dass sie sich Mühe gegeben hat, sich jeden einzelnen Namen zu merken und springt wie ein Flummi zwischen der Türschwelle hin und her, um bloß keinen einzelnen zu verpassen. Hey Tim, hey, also hi, die Kati, der Martin, die Jacqueline, die Hanna und ich und die Laura, hi, also pass auf, wir wollten heute was trinken gehen und Max mit und ja, hey, Theresa, ja genau, Theresa, oder? Ja genau, willst du auch mitkommen oder so? Und, er staut sich vor dem Ausgang und ich muss daran denken, wie ich einmal gesagt habe, dass Hitler ja immerhin Autobahn gebaut hat. Und seien wir ehrlich, ohne Autobahn hätte sich das nicht so gestaut. Laura ist bei mir angekommen und schaut mich an. Hey, Nils, willst du heute Abend denn vielleicht auch mitkommen? Aber du bist ja irgendwie schon, du bist schon irgendwie vielleicht zu alt dafür. Ja, ich würde schon mitkommen, sage ich. Ich würde dann halt mein Enkelkind mitnehmen. Er ist im Moment bei mir. Der Junge ist 17 und spielsüchtig. Also eine Bar ohne Spielautomaten wäre cool. Laura schaut mich irritiert an, dann fängt sie an zu lachen. Tim lacht nicht.
ich bin jetzt der Witzige hier. 6 Stunden später sind wir in einer Bar. 20 Master, Erstsemester versuchen sich ganz ungezwungen kennenzulernen. Das klingt ungefähr so, hey, hey, na? Und? Hast du deinen Stundenplan auch schon fertig gemacht? Nee? Okay. Ein anderer versucht, Hobbys herauszufinden, indem er fragt, was das Gegenüber denn so für Hobbys habe. Das wirkt in etwa so unbeholfen, wie wenn man versucht herauszufinden, ob ein Blinder wirklich blind ist, indem er mit seiner Hand ganz schnell vor seinem Gesicht hin und her winkt. Hallo, sind Sie blind? Laura moderiert den Abend. Sie versucht allen Anwesenden ein gutes Gefühl zu geben. Leider steigert sie sich zu sehr rein. Colin, der mit niemandem zu reden scheinen wollte, aber offensichtlich einer von 3 Lauras YouTube-Abonnenten ist, weil er sie die ganze Zeit anstarrt, sitzt neben Katja und schweigt sie konsequenterweise an. Laura kommt dazwischen und versucht das Ganze mit lockerem Haha, ihr seid ja auch echt süß zusammen aufzulockern, woraufhin Colin wie motorisiert aufsteht, Lauras vollen Namen, ihren YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat-Account, ihre Adresse und ihre Sozialversicherungsausweise nennt und dann kreidebleich aus der Bar verschwindet. Er ist ihr kranker Stalker. sagt Laura. Jetzt kommt eine fiese Stelle. Ich überlege mir, ob das mit dem Studium immer noch die richtigste aller Entscheidungen war und beginne wieder an das Startup Rent to Retarded zu denken, was wir uns beim Zivi ausgedacht haben. Das Prinzip war einfach, um kostenlos in den Freizeitpark zu kommen, kann man sich auf einer Internetplattform Rollifahrer anmieten. Ich sage, ist zu hart, streiche ich, sorry, Freunde. Ist neu der Text. Aber das ist eine gute Idee. Irgendjemand setzt sich zu mir und fragt, ob ich meinen Stundenplan schon fertig gemacht habe. Ich zeige auf jemanden, der gerade am Spielautomaten sitzt. Nee, das macht mein Enkel. Tim hat mittlerweile angefangen, mit Laura rumzubelutschen. Da ich jetzt wieder der Witzige bin, ist er wohl der Bad Boy. Colin hat sich auf dem Heimweg umgebracht. Die Story mit Laura war zu viel. Und ich denke mir, boah, voll krass, was passieren kann, wenn man sich einmal richtig vorgestellt hat. Danke.